Ja, einen habe ich noch. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Da hinten. Also das ist wirklich der Kirchdenner Graben. Guck mal hier. Ja. Hier, der Kirchdenner Graben. Und genau. Und da hinten war ich ja schon mal. Das ist die Einlaufseite hinter der Brücke. Also das ist eine Eisenbahnbrücke. Hinter der Brücke fließt der Kirchdenner Graben in den Rüschelbrinkgraben. Und kurz danach kommt von der anderen Seite der Körnebach. Und ab da ist das dann das ganz, ganz gut gefüllte Gewässer. Aber jetzt Sinn und Irrsinn. Da, Tor. Offen. Hier, gar nichts Tor. Ja. So. Also hier möchten sie nicht. Hier auch alles dicht. Steht zwar kein Schild hier, aber es ist ja mehr als eindeutig, ne? Verschlossen. Andere Seite offen. Hier nicht. Und hier der schöne Uferweg. Schilder? Nix. So Leute, was ist denn los? Jetzt guck doch mal, was ist denn hier? Ja? So. Muss man das verstehen? Oder die Logik, die dahinter steckt? Was jetzt hier verboten ist und was nicht? Also ich würde sagen, hier ist eindeutig kein Betretungsverbot. Der Uferweg führt da lang. Auf der Seite nicht, da ist ein Tor, das steht aber offen. Andersrum wiederum, auf der Seite ist dort alles abgeschlossen, aber hier ist dann auf der Seite der Zugang. Gut, das ist das Rückhaltebecken, darüber brauchen wir nie reden. Aber das jetzt hier wieder, nee. Ganz ehrlich, ich blick da nicht mehr durch.